Ja, wir haben jetzt jede Szene schon mehrmals gespielt und geprobt und sind jetzt eigentlich an dem Moment, wo wir einzelne Sequenzen zusammensetzen, so dass man so ein bisschen den Fluss vom Stück merkt und dann noch mehr kann verfeinern und verbessern kann, dass es dann so in einem Fluss zum Publikum kommen kann. Also in diesem Stück dieses Jahr sind sicher die Herausforderungen, weil es weniger Spieler hat. Das heisst, jeder trägt eigentlich mehr Verantwortung. Und das hat auch eine Auswirkung auf den Probeplan, weil wenn jemand fehlt, dann fällt das viel mehr ins Gewicht. Sonst hätte man mehr so ein bisschen rundherum proben oder dann sagt halt jemand ein paar Sätze. Und mit so wenigen Schauspielern braucht es einfach jeder. Und wenn jemand fehlt, dann gibt es so ein Gebastel in der Probe und man kommt nicht richtig gut vorwärts. Jedoch, wenn alle da sind, kommt man dafür viel schneller vorwärts, weil dann sind es einfach kleinere Gruppen, die dann kompakter in eine Richtung proben kann. Ich glaube, wir haben noch recht viel zu tun. Gerade weil es eben so ein bisschen verstückelte Proben waren und selten alle anwesend waren. Und jetzt die alle einzelnen Stückchen zusammen basteln und zusammen proben und so, dass jeder Charakter auf der Bühne wirklich verhebt, das gibt sicher noch zu tun. Das ist ganz einfach. Man muss es einfach sehen, weil es ist wirklich gute Unterhaltung. Es hat alles, was es braucht. Es hat Überraschungen drin, es hat Humor, es hat aber auch Herz dabei. Und es ist einfach, wenn es fertig ist, eine wahre Freude zum Schauen. Da bin ich jetzt schon überzeugt.